Corona. Hi, herzlich willkommen im Freispiel, herzlich willkommen zu unserem super coolen Talk-Format, das wir jetzt mal machen. Wir haben gedacht, jeder von uns bringt drei so Neuheiten mit und wir quatschen einmal drüber, wie uns das gefallen hat und wem es wie gefallen hat, und jetzt sind das aber nachher 10 geworden. Also es ist irgendwo zwischen Isas, Bastis, Thomas Top 3 dieses Jahr oder so eine Top 10 Liste vom Freispiel. Das dürft ihr euch aussuchen. Fangen wir einfach an, oder? Hol mal das erste vom Stapel. Das erste vom Stapel, von oben runter? Nö. Wähl mal jetzt aus. Na, fahr ich da unten. Fahr ich unten an, genau. Carretos, 2 bis 4 Spieler. Habe ich jetzt gelernt, Carretos. Carretos. Genau. Ist nämlich ein portugiesischer Name für ein portugiesisches Spiel. Wir spielen Monster und Sagengestalten im Norden Portugals und möchten, falls man das sieht, so Dorfbewohner erschrecken und einsammeln. Und ganz oben bei mir auf der Liste, weil das einfach das ist, was, glaube ich, ganz viele Familien an Weihnachten sich wünschen zu spielen. Es ist ein Brett, es werden so Karten gespielt, ich habe meine eigene Figur, die bewege ich übers Brett und es passiert was. Ja. Und trotzdem ist es ein ganz neues Spiel. Ich dachte, du möchtest Leute vom Feuer weg erschrecken. Das man das so gerne macht. Ja. Ja, kann ich verstehen, hat mir auch super gut gefallen, tatsächlich. Ja, ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass ich nicht mitspielen konnte. Ach, du hast es gar nicht gespielt? Ja, das war tatsächlich meine erste Zusammenfassung zu diesem Spiel. Und ich würde es morgen gleich spielen. Ja, würde ich sagen, machen wir. Was hat dir denn sonst gefallen? Also es ist halt Thema und es passt einfach zusammen. Also ich finde, das ist irgendwie rund. Ich kann sagen, warum es allen anderen gefallen hat. Eine meiner Spielfiguren war ja, weiß ich nicht, für 4-5 Runden einfach komplett im Hexenkessel. Das passiert halt, weil wir Monster spielen. Die werden auch mal gerne geschnappt. Und ich glaube, ihr hattet so einen Spaß, weil es so ein Ärgerspiel ist und ihr mich einfach festhalten konntet im Hexenkessel, ja. Und sobald eine Figur raus war, war die andere drin. Ja, na, das war schon gut. So. Ja, machen wir auf die Liste, müssen wir noch mit Isa spielen. Ja. Weil wahrscheinlich gefällt es dir auch. Ja, wenn man dann so schön andere ärgern kann. Was ich ja besonders gern mache. Genau. Für wen? Für jemanden, der einfach wirklich so ein rundum klassisches Familienspiel sucht, ne? Ja. Genau. Und auch hier auch, wenn man irgendwie in kleinerer Runde spielen muss, ich glaube, es funktioniert auch ab 2. Ja. Also wir haben es jetzt nicht zu zweit gespielt, aber ich wüsste jetzt nicht, was es irgendwie schlechter. Also und es gibt ja auch noch den anderen Spielplan für 2 Personen. Für 2 Spieler und dann hast du nicht so weite Laufwege. So. Ja. Genau. Jo. Ja. Schöner Familienklassiker. Retro Games. Bald Klassiker, genau. Soll ich mal eins von meinem holen? Du kannst gerne eins von meinem holen, ja. Ach, meins, deins. Bürgerliche Kategorien. Genau. Mein Highlight, ich glaube vielleicht auch absolutes Highlight, war Cupcake Academy. Ist ein Hektikspiel, bei dem man aber sehr viel denken muss und deshalb doch irgendwie relativ viel Ruhe dabei ist. Wir spielen zusammen. Und müssen, ähnlich wie im Turm von Hanoi, unsere Cupcake-Hütchen stapeln. Und zwar nach Vorgabe. Also da sind so unterschiedlich große Hütchen, die ineinander passen. Jeder hat ein Set und hat Plätze vor sich. Und wir müssen die fleißig nach so Vorgabeplättchen stapeln. Und so viele Vorgaben wie möglich innerhalb von 7-8 Minuten schaffen. Und beeindruckt hat mich, wie schnell 7-8 Minuten vorbeigehen. Also jedes Mal, wenn ich spiele, denke ich, das kann jetzt noch nicht 7 Minuten gewesen sein. So ein schönes Vorbescherungsspiel auch. Wenn es doch so lange dauert bis zur Bescherung, dann kann man das spielen. Und wenn es jetzt heißt irgendwie noch, oh nee, keine 7 Minuten mehr warten, bis das Christkind kommt, dann zack, zack. Einfach mal kurz Cupcake Academy gespielt und schon. Dann müssen wir das jetzt spielen. Ich dachte, wir wollen das. Achso, ich wollte jetzt meinen persönlichen Highscore einfach aufstellen. Ich glaube, wir spielen es jetzt nicht komplett durch. Wir machen jetzt einfach nur 2-3 Aufgaben für 3 Spieler. Und ja, dann sehr gerne. Wissen die Leute, wie das abläuft. Mitreden, ohne reden? Immer mitreden. Ja, wir machen mitreden. Okay, sonst ist es langweilig. Und ja. Ist aber leichter, wenn man reden darf. Es gibt die Variante, dass man gar nicht reden darf, dann wird es richtig knackig.
können auch über andere Sachen reden. So, ich muss jetzt Geld nach links. Hier ist eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Ich leg's jetzt bloß richtig wieder zurück. So. Braucht jemand so, irgendwas von irgendwem? Ich denke da nicht. Da geht irgendwas schief. Ich bin schon wieder zu dumm. Ja, da muss blau hin, ich weiß. Ja. Blau ist hier noch irgendwo drunter. Möchtest du da ist blau. So, ich bin so weit. Kannst du noch was speichern? Nee, mach den grünen da einfach drüber. Und dann? Jetzt kannst du den gelben da drüber machen. Ah, Mann, du bist halt einfach schlauer. Ich habe halt schon viel gespielt. Ja, so, zack, Aufgabe erfüllt, nächste Aufgabe. Bam. Und das genau, es bleibt einfach liegen und weiter geht's. Thomas, was los? Es hakt oft an Thomas. Ja, Aufgabe erfüllt. Genau, ne, und so spielen wir die ganze Zeit weiter. Man darf nur mit einer Hand spielen, glaube ich. Ja. Ne? Das ist wichtig. Und man hat eben nur diesen einen Austauschding in der Mitte. Richtig gutes Hektikspiel, hat mir auch super gefallen. Ja. Ich finde, man muss zu viel denken für ein Hektikspiel. Also. Das gefällt mir aber gerade dran. Ja. Also das, es wird gar nicht so doll hektisch, weil man ja sehr überlegt rumstapeln muss. Ja. Also man kann planlos super hektisch stapeln oder nicht ganz so hektisch dafür überlegt. Ja, und auch, dass es kooperativ ist. Das ist ja, also klar, Magic Maze und Kitchen Rush gab es vorher. Aber so ein schnelles kleines Ding, das ist normalerweise irgendwie gegeneinander und in der Mitte liegt eine Glocke. Ja, uns ist innerhalb von weniger als einer Minute erklärt, was zu tun ist. Ja. Ja, richtig cooles Ding. Von wem ist das? Blue Orange. Ja. Hätte man auch nicht erwartet, ne? Die haben so Planet gemacht und Photosynthese und jetzt halt Cupcake Academy. Haben sie gut gemacht. Ja. Bleiben wir unten, ich ziehe jetzt aber von unten weiter. Dann fällt hier runter. Das ist halt. Das ist jetzt von oben. Das habe ich mitgespielt, aber nicht so richtig. Weil nur ein Sechstel. Du hast einen Bruchteil mit dem Spiel. Genau. Was ein Sechstel. Was ist die Dame und der Tiger? Ein sehr überzeugendes Spiel. Und wenn dir das nicht gefällt, sind da halt noch fünf weitere drin. Also irgendwas wird dir davon schon gefallen. Und viele Leute erlebe ich immer, die so ein Spiel suchen, was die Wollmilchlegende, wie heißt es? Eierlegende Wollmilchsau. Die, genau. Also hier sind jetzt nur Damen und Tiger, aber die haben auf jeden Fall auch schon jede Menge im Petto. Das macht mich hier ganz wahnsinnig, was falsch drin drauf. So, kann ich eigentlich auch lesen. Das ist ein Deduktionsspiel für zwei drin, ein Auktionsspiel, ein Puzzlespiel für Solospieler, sollte man mal in die Verlegenheit kommen, selbst zu spielen. Allein spielen zu müssen, ein Irrgartenspiel und ein Täuschungsspiel und noch ein kooperatives Spiel, was jetzt hier nicht aufgelistet ist. Die haben alle gespielt, manche mehr, manche weniger gut, aber sie haben alle zumindest Spaß gemacht. Und alle mit denselben Karten. Es sind nur 18 Karten drin. Mhm. Genau, ganz oft geht es halt darum, dass man mit diesen Karten irgendwie rechnen muss. Also du weißt genau, es sind drei rote und drei blaue Karten drin, genau. Drei blaue Tiger, drei blaue Damen, drei rote Karten. Ich habe dieses, ich nenne das hier Täuschungsspiel, ne? Falle. Ja. Bluffspiel, das habe ich mitgespielt, das hat mir gar nicht gefallen, weil wir es zu sechs gespielt haben. Ich hatte das Gefühl, zu viert wäre es besser gewesen. Wir hatten einen Tag davor oder so die Runde zu viert gespielt und da hatten wir alle richtig Spaß. Aber es war halt auch nicht so kalkulierbar, wie weil ihr einfach mehr Karten gehabt habt, ne? Ja. Und also was ich noch herausragend fand, war das Irrgartenspiel. Das hat auch eine ganz niedliche Story. Man muss, ist das ein Solo-Ding? Nee, das ist ein... zu zweit. Genau, aber ein sehr taktisches Zwei-Spieler-Spiel, weil du Tiger nach Hause bringen musst, Tiger-Babys. Das sind diese kleinen Muggelsteine, die dabei sind. Ja. Und in jedem Zug legt man halt einen so einen Tiger um und vertauscht dann Karten, die sich entsprechen. Ja. Und dadurch kommt sehr viel Fluktuation rein, man kann viel vorausrechnen, was wird der andere wohl machen, wo kann ich ihm was verbauen. Okay. Ja. Und ich fand das Material auch einfach schön. Also ist ja jetzt Geschmackssache, aber ich fand tatsächlich... die Illustrationen haben mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Ja, das sind so Details, ne? Auch hier diese ganzen Gedichte, die hier drin sind. Weg, aber nee, ist ja 4K Ultra HD. Okay. Kannst du ranzoomen. Ja. Ja, es war eine Dame aus Bern, die verlobt sich mit einem Herrn, der war zwar ein Tiger, doch bewies immer wieder, er hatte sie zum Fressen gern. Toll, oder? Das ist voller so Gedichte, ja. Limericks. Alle von Tobias Roth. Alle mit Damen und Tiger.
Ja, ja. Aber meistens so eine nur mit Tiger. Okay, also einfach eine Spielesammlung letztlich, ne? Genau, das im Reiseformat. Ja, super gute Idee eigentlich. Ja, cool, Dame und der Tiger, von wem kam das? Weißt du das so? Quality Beast, die ja sonst eher für so... Oh, gut. Und was? Kracher. Ja, bekannt sind. Ja, lohnt sich, einen Blick reinzuwerfen. Jetzt wird es noch simpler und noch blöder. Habt ihr, machen wir hier irgendwo so einen Link hin, ne? Haben wir ein Video gemacht mit Lena zusammen, bis 20. Das hat mich, überraschenderweise ist das wirklich eines meiner Highlights aus diesem Herbst. Wohin zählt man da nochmal? Ich glaube, man zählt bis 20. Ah, ja, ja, stimmt. Genau, man zählt einfach bis 20. Von 1 bis 20, weil umso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann werden aber Zahlen vertauscht und es gibt Aufgaben, irgendwie, dass du bei der 7 musst du rot sagen, weil der Morgen muss halt aufstehen, statt das zu zählen. Und die, das werden immer mehr. Also man fängt an mit nur 2 vertauschten Zahlen. Und immer, wenn wir es dann geschafft haben, dann kommt eine neue Aufgabe dazu. Und die bleiben aber alle bestehen, die vorher schon drin waren. Und das macht es dann irgendwann super schwierig, einfach nur bis 20 zu spielen, zu zählen. Genau, also ich glaube, mir hat es so gut gefallen, dass man es gegeneinander spielen kann oder halt auch miteinander. Das fand ich tatsächlich stark. Und es ist ja was ganz Stumpfes eigentlich. Muss mich fast schon entschuldigen. Aber genau, für mich war das wirklich irgendwie ein Highlight von Lena Burkhardt. Das kleine, feine bis 20. Ihr habt das auch beide gespielt, nehme ich an, ne? Ja. Das öfter. Ja. Ja, genau, das kann man während der Arbeit halt mal kurz nicht mehr. Ja, wenn man es Kunden erklärt, auch gleich mal eine Runde spielen. Ja. Das, ja. Hast du es mal geschafft jetzt? Mehrfach, glaube ich. Müsste ich in der App nachgucken. Aber bestimmt. Ja. Ja. Wenn du sagst. Ich glaube, ich habe es noch nie zu Ende gespielt. Also ich habe viele Partien angefangen. Ich höre aber bei 19 auf. Was kommt dann nochmal? Nee, ich habe mehrfach zu Ende gespielt, aber tatsächlich nur kooperativ. Also wir haben zweimal gegeneinander gespielt und dann war so schnell klar, dass ich keine Chance habe, dass wir dann gesagt haben, ja okay, was gewonnen, lass uns neu starten oder zusammenspielen. Ja, cooles Ding. Habe ich gehört, machen angeblich Mathe-Studenten immer im ersten Semester und auch im Mathe-Unterricht wird das wohl eigentlich gemacht. Und ja, jetzt kann man das kaufen. Ja, wir haben das früher auch im Matheunterricht gemacht. Ja. Nicht ganz so abgefahren. Auch schon gehört. Aber, ach, ja. Dieses Trinkspiel meinst du? Weil wir bis dahin nicht gekommen, aber natürlich. Ja. Ach so, ja, okay. Klarer Silvestertipp. Bis 20. Bis 20. Reden wir bestimmt auch noch drüber. Sogar was auch ist. Wunderbar über Skype oder ähnliches spielbar. Ja, das stimmt. Also, aber dann halt nicht als Trinkspiel. Also es ist schon irgendwie... Ja, doch. Also vielleicht nicht für jeden, vielleicht nicht für jeden von euch, aber irgendwie finde ich, klingt das erstmal komisch, sich alleine vor den Computer zu setzen in einer Bude Schnaps. Das können ja vor jedem Computer zwei Leute sitzen. Ja. Es muss ja auch nicht gleich Schnaps sein. Wisst ihr, wie lange das geht? 20 Minuten. Ja. 20 Minuten, ja, es kommt hin. Genau, bis 20 drei Mario-Spiele. Überraschenderweise für mich wirklich ein Highlight dieses Jahr. Ich bin ja sonst mehr so ein Freund von diesen großen Schachteln. Ja. Kostet auch nur 20. Die kostet weniger als 20. Ihr dürft aber auch 20 für ausgeben. Bis 20. 20 dürft ihr ausgeben, den Rest nehmen wir dann das Trinkgeld. Das hast du ausgewählt, ne? Das habe ich ausgewählt. Das hast du ausgewählt. Ja. Haben wir, glaube ich, auch schon vorgestellt im Video. Gut, wieso geht das 28 Minuten? Hast du das schon rausgefunden? Weil das 7 Minuten pro Runde war es auf jeden Fall beim anderen. Beim großen Mysterium. Aber da stand 42 drauf. Ja. Und da habe ich den Gag gleich verstanden. Ja. Und jetzt wollte ich gerade sagen, das ist die Hälfte von 42, aber ich kann nicht mehr bis 20 zählen. Nee, und es sind ja 6 Runden. Und durch die 6 Runden ist es auch nicht teilbar. Nee. Naja, mit halben Minuten. Ja. Dann, naja, egal. Genau, aber das Spielprinzip kennen wir auf jeden Fall aus Mysterium. Und warum spielt man nicht Mysterium? Es gibt eigentlich nur einen Grund. Der Aufbau. Genau, es dauert ewig lang. Und das ist hier halt überhaupt nicht so. Ach so, und das Aufräumen. Also, ja, es gibt genau. Zweimal so. Also, man kann sich das Aufbau auch stark vereinfachen, dann wird nur der Aufbau ja. Nächstes Mal wieder unheimlich schwierig. Und hier ist es halt innerhalb von 2 Minuten alles in Startlöchern. Und noch ein Grund, warum man nicht Mysterium spielt, wenn es zu wenig Leute. Also, ich finde, es funktioniert zu zweit, aber ich kann verstehen, wenn Leute das nicht spielen. Und das ist hier halt nicht so. Ja, also, es gibt eigentlich keine Sonderregeln, außer dass man den Schwierigkeitsgrad anpasst und der. Genau, ob man den jetzt zu dritt oder zu zweit anpasst, es bleibt halt genau das gleiche Spiel. Ja. Und deshalb Mysterium Park
überraschend gut. Ja, fand ich auch. Fand ich wirklich stark. Also ich muss dazu sagen, tatsächlich, das fiel uns ab der zweiten Partie eigentlich auf. Der irre aufwendige Aufbau beim Mysterium, der ist schon hilfreich, weil alle die Karten aus der gleichen Richtung sehen. Und hier manchmal hatten wir so Situationen, wo wir gemerkt haben, oh, der Geist sieht das ja kopfüber und meint es deswegen anders. Aber da mussten wir uns einfach drauf einstellen vorher und dann funktioniert das, ne? Ja. Oder der Spielplan ist auch relativ handlich, kann man kurz drehen, angucken und wieder zurückdrehen. Also es gibt Methoden, wie man das einfach wie ein vollwertiges Mysterium auch spielen kann. Genau. Ja. Würde bei mir auf jeden Fall wesentlich häufiger auf den Tisch kommen als das Große. Okay. Einfach genau wegen dieses Aufwands, den man treiben muss fürs Große. Ja, auch tatsächlich ein starker Titel. Und ich finde auch die Spiellänge tut ihm gut. Ja. Also, genau. Dass es jetzt nur eine knappe halbe Stunde geht, ist auch super angenehm. Gerade für den Geist hatte ich, wenn ich gespielt habe, manchmal das Gefühl, jetzt reicht es dann auch. Mhm. Und da ist schön, dass die Partie doch nur eine knappe halbe Stunde statt fast eine Dreiviertelstunde geht. Ja. Also falls jemand weiß, warum 28 Minuten, wir würden uns über jeden Hinweis freuen. Ja, schon, es ist irgendwie ein Mysterium. Wow. Ah, vielleicht ja. Nee, die simpelsten Lösungen sind ja auch die leichtesten. Nee, so billig kann das nicht sein. Die besten. Ja, genau, aber cool. Und halt wie immer in diesen Spielen, die Grafik, das sieht einfach toll aus. Also jede Karte sieht so toll aus wie das Cover, mindestens. Ja. Dann bleibe ich doch bei schönen Covern, zumindest für mich. Da habe ich heute noch auf Twitter geschrieben, da hat jemand gefragt, was ist euer schönstes Boardgame-Cover? Und für mich momentan tatsächlich das hier. Ach guck mal, sollen wir noch das Richtige holen, das Deutsche? Ja. Das ist ja wohl nicht das Schönste. Nee, das Schönste. Das Deutsche ist ja viel, viel schöner. Ich hol das Allerschönste. Das kann man ja auch schneiden. So. Vielleicht gibt es jetzt einen Schnitt. Vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Da hören uns hier eh keiner. Ja. Ja, das sieht ja fast genau gleich aus, ne? Steht halt nur ein deutscher Titel drauf und halt der deutsche Verleger. Genau, wir haben die englische da zum Spielen, weil wir die deutsche Regel da haben und Daniel von Boardgame Circus so lieb war, uns vorab das schon mal zu geben, bevor die deutsche verfügbar war. Wildes Weltall ist ein Familienspiel für 1 bis 4 Spieler. Habt ihr den Solo-Modus mal gespielt? Mhm. Nee, wir sind alle keine Solo-Spieler hier. Wobei manche anderes behaupten. Genau, also 2 bis 5 Spieler haben wir ausprobiert und 1 noch nicht. Was ist Wildes Weltall? Das ist eigentlich ein ganz simples Set-Collection-Spiel. Man hat als Option, die man Runde vor Runde machen kann, also wir sind 3 immer zurück und man kann halt entweder Karten nachziehen oder man kann Karten ausspielen, je nachdem, wo man sein Raumschiff hinstellt. Also alle Spielenden haben so ein Raumschiff und stellt es auf so Planeten und die Planeten symbolisieren dann, was für eine Aktion man an dem Ort machen kann. Und das ist immer entweder Karten nachziehen oder Karten ausspielen. Und eigentlich ist es Set-Collection. Also das heißt, wir wollen möglichst viele gleiche Tiere sammeln oder möglichst häufig alle unterschiedlichen Tiere. Und das war schon der ganze Zauber, geht eine halbe Stunde und wirkt jetzt irgendwie super langweilig. Aber das Interessante ist, es hat dieses, was ich so stark finde, dieses ganz schön clever Ding. Man macht eine simple Aktion und die löst eine weitere Aktion aus und dadurch kann ich dann nochmal Karten nachziehen, die aber gleich hinlegen. Und wenn ich die da hinlege, darf ich eine Karte abwerfen, dadurch noch eine spielen. Und dieses Bilden von Kettenzügen, das ist das, was mich, glaube ich, begeistert hat. Und was für mich dieses Jahr ein Thema ist, was ich wirklich stark fand, ist, dass es eben nicht nur dieses Set-Collection-Ding ist, auf das alle spielen, sondern dass jede Spielerin, jeder Spieler sich selber im Verlauf der Partie hin definiert, wofür will ich Punkte bekommen über diese gesamten Karten. Und das, also das habe ich jetzt bei mehreren Spielen gehabt, die wir dieses Jahr gespielt haben. Das scheint so ein Ding gerade zu sein. Und das hat mir richtig gut gefallen, dass ich am Ende selber dafür verantwortlich bin, wenn ich schlechter abgeschnitten habe als die anderen. Ja. Meine einzige Erfahrung mit dem Spiel ist, ich glaube, 3-mal ungefähr, Kollegen wollen es mir erklären, während gerade der Laden leer ist. Wir haben es aufgebaut, vielleicht eine Runde gespielt und zack ist der Laden voll. Also auch für den Verkauf ein super Spiel. Das ist echt 3 Anläufe gehabt. Und weil wir immer so spaßig ausgesehen haben. Wahrscheinlich. Ja. Aber dann muss es halt mit auf den Stapel mit Caritas. Ja. Ja. Machen wir. Ihr kommt ja alles auf den Stapel. Ist ja eigentlich alles. Das stimmt. Achso, dann mit dem müssen wir noch spielen hier. Ja.
Ich spiele auch nochmal Cupcake Academy. So, Not, ich habe auch ganz vergessen, wie das geht. Vielleicht kannst du es mir nochmal erklären. Moment. Du hast auch gespielt, oder? Was jetzt? Weltall. Ja. Ja. Ja, ja, gut. Doch, war gut. Also, ja, gut. Also, ja, genau. Nichts mehr zu sagen. Ja, wildes Weltall von Mod Game Circus. Ah. So, einen haben wir noch. Habe ich nur einmal mitgespielt. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wonach Isa ausgesucht hat. Das ist nach blauen Schachteln? Nee, nach. Wir müssen das jetzt mal zeigen, was wir eigentlich machen. Das stimmt, das muss man auch, ne? Weil das kannst du nicht. Versuch das mal so zu erklären, dass wir es nicht auspacken. Ich würde es aber voll gerne auspacken. Ja, ja, eben. Erzähl mal kurz, was ist. Kannst du derweil auspacken? Also, es ist ein kooperatives Familienspiel. Und zwar mit Geschicklichkeit. Wir haben einen Kreisel. Nein, wir haben einen Geist. Wir haben zwei Kreise. So ein blauer Geist. Bam. Oder für die. Und das ist der beste Kreis, den ich je mitbekommen habe. Für die, die der was was Beyblade ja. geschaut haben. Es gibt einen Beyblade-Kreisel. Probiert es mal zu Hause nach, ob ihr den Kreisel so lange jetzt rollen lassen könnt wie die hier. Einen bräuchten wir halt zum Demonstrieren. Ja, dann. Gib mir nochmal das Story-Heft. Ja, das Story-Heft für dich. Genau, was wir machen ist, wir haben hier so Spielpläne, die haben Vertiefungen, also der ist so ein bisschen dreidimensional, gibt genau drei Ebenen tatsächlich, und wir müssen den durchfahren. Was genau wir machen müssen, sagt uns das Story-Heft, das Thomas da so schön in der Genau, das wollen wir jetzt aber nicht groß spoilern. Ne? Also es geht darum, wir sind eben so auf seiner Insel unterwegs und da haben so magische Steine, die beschützen uns und irgendwie kommen jetzt fiese Wölfe mit ihren Wikinger-Schiffen und hauen die Steine kaputt und die wollen wir wieder herstellen. Genau, dann haben wir immer hier ein bisschen Story, hier noch ganz ohne Text, das ist tatsächlich nur eine Bildergeschichte. Und an bestimmten Abschnitten wird uns dann hier unten erklärt, was wir tun sollen. Also jetzt müssten wir hier über vier verschiedene Spielpläne fahren und da bestimmte Dinge einsammeln. Und das machen wir so, ne? Ja, Beyblade scheint doch besser zu sein. Gut, ja. Gut, der ist ja auch erst später gestartet worden. Machen wir jetzt später. Auch einfach irgendwas. Also wir haben hier ganz viele Symbole drauf und jedes Szenario gibt uns vor, über welche Bereiche der Kreisel fahren soll. Genau, und zum Beispiel müssen wir hier so Bretter einsammeln, dann müssen wir halt mit dem Kreisel dorthin kommen. Und genau, ganz oft ist es halt so, dass wir über mehrere Spielpläne überfahren müssen und dann kommt der kooperative Aspekt zum Vorschein. Manchmal muss man auch teleportieren, dann ist es so mit hochschmeißen. Achso, zu dir rüber teleportieren. Zum Beispiel. Ja, auf. Ja, schade. Genau. Ja. Das ist das Spiel. Und es ist abgefahren schwierig und mega interessant. Genau. Es hat da noch so viel Shishi rum mit Rerolls und... Ja, genau. Das, ne, wenn der einmal Teleport und so Ebenenwechsel und so. Zaubertrank ist das, glaube ich, den man trinken kann, dann davon die neue. Würfel genau, Speicherpunkte. Also da ist es schon sehr Videospiel-esk. Wie viele Pläne sind das? Vier oder fünf, ne? Die doppelseitig gedruckt sind. Genau. Und genau, man kann entweder den Kampagnenmodus durchspielen, das war dieser Comic, oder es gibt halt noch diese Einzelszenarien. Ja, wahrscheinlich von unserer Liste das ungewöhnlichste Spiel, würde ich vermuten. Ja, überraschend auch. Ich habe mir irgendwie bei der Illustration, bei der Art der Illustration irgendwie was gänzlich Simpleres, kindischeres, ich weiß nicht, was vorgestellt. Mehr Kinderspiel hätte ich. Also, ich habe das Ding gesehen, ich meine, es steht 7 plus drauf, das ist ja, oder? 7 plus steht drauf, ne? 8 plus, okay. Mhm. Dann ist es ja klar definiert als Familienspiel. Genau, und das Bild habe ich eben auch gedacht, das wäre mehr so ein Kinderspiel Richtung Haber, aber halt mit so Fantasy-Grafik, weil Pegasus. Und dann war es was ganz anderes, ja. Ja. Ja, überraschend anders und überraschend gut, finde ich. Ja. Was habe ich da eigentlich runterfallen lassen? Oh, Spukstein. Ja, das war noch von mir. Das fand ich auch toll. Haben wir auch ein Video drüber. Danke übrigens, Würfel und Zucker. Ihr habt völlig recht. Es fiel mir dann beim Schneiden auch auf, dass ich die Regel falsch erklärt habe oder schwerer erklärt habe. Die Variante, die bei uns im Video ist, die ist ein Tacken schwerer, als wie die Regel eigentlich ist. Weil bei uns die Buchstaben zu weit rechts ins Spiel kommen. Genau, Spukstaben. Wisst ihr das storymäßig? Das sind... Spukstaben sind die Geister, die Buchstaben die aus der aus der Druckerei klauen. Ja, genau, wir haben eine Setzerei, Druckerei, haben so Lettern und die werden geklaut von so fiesen Geisterkollegen, wie die hier auf der Schachtelseite.
Und das ist ein kooperatives Wortspiel. Wir haben da so, da kommen wir mal Karten ins Spiel mit Lettern drauf, die eben geklaut werden von diesen fiesen Gespensterkollegen. Und die kommen an einer bestimmten Stelle des Spiels ins Spiel und wandern so durch. Und bevor die unsere Setzerei verlassen, wollen wir die aufhalten, indem wir Worte aufschreiben. Jeder Mitspieler muss ein Wort aufschreiben, das letzten Endes möglichst viele dieser Buchstaben enthält. Die haben manchmal Sonderbedingungen, wie zum Beispiel hier die Kombination EN hat logischerweise die Bedingung, sie darf nicht am Wortende stehen, weil dann schreibe ich irgendein Verb auf und da ist es halt mit drin. Genau, und wenn es dann gelingt, also jedem, dem es gelingt, da ist zum Beispiel das C zu benutzen, dafür wandert hier der Spukstein eins runter. Wenn wir den Spukstein runterkriegen von der Karte, dann haben wir die Letter gerettet. Und das Schöne ist, dass man, was ist das, wie bei Just One oder so. Also man darf zwei gleiche Worte, wenn zwei SpielerInnen das gleiche Wort schreiben, dann fliegen die raus und werden nicht gewertet. Und das macht es ganz interessant, weil man darf natürlich nicht sagen, was man aufschreibt, aber man darf so um die Ecke kommunizieren halt. Ne? Man, ich glaube, welche Buchstaben man verwenden möchte. Ja. Sowas. Ja. Okay. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man eigentlich nur Minuspunkte sammelt. Also der Highscore besteht ja da drin, möglichst wenig Minuspunkte zu sammeln. Ich hätte mir ein bisschen mehr Belohnung gewünscht. Also wenn ich schon sowas Episches mache, wie Geister aus einer Setzerei zu vertreiben, da würde ich wenigstens mal ein Sternchen dafür kriegen. Okay, aber oh, sorry. Dankeschön. Aber es gibt doch bestimmt hier. Ja, aber das hätte ich mir von NSV auch ein bisschen gewünscht. Okay. Es gibt doch bestimmt ein Achievement-System. Ich glaube nicht. Nee, hier Bonuspunkte. Das ist ja Bonuspunkte. Stimmt. Was war das? Wenn zum Beispiel kein Machtwort nötig ist, um nach der 9. Runde. Ach so, ja, jetzt waren wir noch weit entfernt. Ja. Vielleicht hattest du einfach noch keinen Bonus verdient. Also genau, das sind immer 15 Punkte plus Bonuspunkte minus die Minuspunkte. Wenn du dann ins Minus kommst, musst du dir halt mal ein Lexikon kaufen, dann kennst du mehr Worte. Das ist ja eigentlich auch von nett von NSV, dass sie dir einfach so 15 Punkte für nichts vergeben. Also auch wieder wahr. Ist ja auch. Also ja. Aber es, also es verschiebt sich nur nach unten. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ja, sehe ich. Ja. Ja. Das stimmt. Tatsächlich gibt dir das nichts. Es nimmt kein positives Belohnungsgefühl. Mhm. Ja. Das stimmt. Aber gut, ne? Gut aus. Für das, ich würde das fast sagen 10 aufwärts. Da steht bestimmt auch wieder. Ja, das ist wieder so ein Generations. Element im Spiel. Aber genau, über so 7- bis 8-jährige Kinder, das ist glaube ich schwierig. Aber wenn die in der Schule schon, sagen wir mal, 3., 4. Klasse sind, dann finden die auch genug eigene Wörter, dass sie dann auch irgendwie das Gefühl haben, mitgearbeitet zu haben, mitgeholfen zu haben. Sorry. Ja, das ist ein Zwang, den habe ich eigentlich auch. Ja. Ja. Berufskrankheit wahrscheinlich. Spukstaben von NSV, genau. Einen habe ich noch, weil ich. Also nicht mal, weil ich sage, das ist jetzt irgendwie das geilste Spiel 2020. Das ist die größte Überraschung. Weil das, genau, für mich war es einfach die größte Überraschung. Ich hatte das Cover gesehen, ne, bevor das rauskam überhaupt. Hatte ich online natürlich, kannte ich das Cover und so. Und dann bin ich ein großer Freund von Stranger Things. Ne, und habe schon gesehen, ah ja, das ist dann eine kleine Stadt und da unten wohnt der Typ mit den Tentakel. Das hat mich gleich schon mal natürlich gepackt. Ich habe dann gedacht, logischerweise, das ist eine 30x30 Schachtel. Und war erstmal schon überrascht aufgrund des Formats. Und dann, ich glaube, du hast es ausgepackt und gelesen und erklärt. Genau, dann kam Sebastian in die Ecke und sagte, komm, wir spielen schnell eine Runde Greenville. Und alle so, ja, das kriegen wir jetzt nicht zwischendurch reingeschoben. Und dann Basti so, doch, das ist so Dixit. Und dann waren wir alle schon, oh, also Dixit ist ja schon nett. Und also viele Leute lieben Dixit, aber das ist nicht unbedingt unser Spiel. Und ich fand es dann richtig gut. Und ich habe richtig Freude dran gehabt, weil es dann doch mehr war als Dixit. Oder mehr erzählen war als Dixit. Ja. Ne? Dass man diese Geschichten erzählen. Also Dixit ist auch super, aber nicht, wenn ich mich drauf einlasse, in eine Stadt zu gehen, in Abgrund gesunken zu werden und dann Monster zu schlachten. Ja. Oder wenigstens so lange wie möglich am Überleben bleiben. Also wir machen nichts anderes in dem Spiel, aber viel erzählerischer. Ja. Und darauf waren wir nicht eingestellt. Genau, dann grundsätzlich kann man ganz kurz durchrechnen. Das ist wie bei Dixit. Die lässt sich auf jeder Karten, aber es gibt immer einen Spielleiter, eine Spielleiterin, die aber durchwechselt. Also wenn jetzt Isabel gerade aktiv dran war als Spielleiterin, sie hat auch einen Charakter, den sie spielt, dann ist als nächstes Sebastian der Spielleiter und
Isa muss wieder für ihren Charakter weiterspielen. Und letztlich geht es darum, dass man, wie bei Dixit, halt die richtigen Karten rausfindet. Ne? Also die spielleitende Person, die wählt immer, also die zieht Karten und wählt dann aus, zu welcher Person die gehört, abhängig davon, was die Spielerin vorher erzählt hat. Deswegen reicht es nicht, wie bei Dixit, halt irgendwie Leuchtturm zu sagen, sondern man will die Geschichte vorantreiben, damit man wirklich Anhaltspunkte hat, an denen man dann die Karten entdecken kann. So. Ja, und das ist im Gegensatz zu Dixit auch voll kooperativ. Ja, das stimmt, ja. Genau. Mhm. Es gibt keine Punkte. Das ist ja auch gerade im Trend. Mega, ja. Genau, da steht 16 plus auf der Schachtel. Ich glaube, das kann man anpassen. Ja, dann musst du halt die Karten aus Dixit nehmen, genau. Dann kannst du es anpassen, aber grundsätzlich finde ich, ist schon 16, nicht weil das Spiel so schwierig wäre, sondern da sind schon, schon gruselige Bilder drin. Also, ich wollte gerade sagen, also, wir können ja alles mit Blut weglassen, aber dann hast du auch nur, Karten. 12 Karten irgendwie, genau. Ja. Ja, und aus den Karten Geschichten rauszukriegen, die nicht ab 16 sind, ist auch echt schwierig. Ja, das stimmt. Ja, die Grafik macht es auf jeden Fall erwachsen. Genau, eben voll kooperatives Dixit mit mehr Erzählen. Das hat mir, ich glaube, tatsächlich gefallen, weil es mich überrascht hat in so vielerlei Hinsicht. Ja. Okay, und der Originalverlag hat schon auch einen sehr, sehr geilen Namen. Sind das Franzosen? Ja, hoffentlich. Also sich für etwas entschuldigen. Ja, man nicht. Ja, guck mal, die sitzen in Frankreich. Genau, also der Verlag heißt Sorry We Are French. Und das finde ich in der englischsprachigen internationalen Boardgame-Community schon ganz gut eigentlich. Ja, zu finden unter der Seite sorryweare.fr. Innovativ. Auch nicht verkehrt, genau. Ja, genau. Greenville 1989 war irgendwie auch cool. Verstehe ich jetzt nicht. Nee. Warum machst du das? Du mich mit Lebensmitteln. Aber ein hübscher Burrito. Ich hatte es komplett vergessen. Ja, das habe ich ein bisschen gehofft. Ja. Basti hat ja eigentlich mir jetzt einen Wutanfall versprochen. Nee, weil ich gefangen habe. Ah, weil du gefangen hast. Ja, stimmt, ihr habt beide gefangen. Ja. Mist. Loser. Ja, aber erzähl doch mal. Ja, was ist ein Flauschner Burrito? Ein weiteres Highlight der Oktober-Neuheiten. Für mich jedenfalls. Ja, nicht vom Regelaufwand her, ne? Nee. Ist ein Partyspiel. Wir sammeln Dreierpaare von ein und derselben Karte. Drillinge, das Wort ist besser. Dreierpaar ist doch, Drilling ist besser als Dreierpaar. Das sind so Tiere, ne? Genau, da sind so verschiedene Sachen drauf. Ja. Auch noch ganz lustige Grafiken. Immer wenn ich einen Drilling von was Bestimmtem habe, wie zum Beispiel Burrito Schlacht, werden die Burritos geworfen. Und das macht es dann richtig lustig. Wer zuerst abgeworfen wird von so einem Burrito, kriegt einen Minuspunkt. Minuspunkt. Ha! Burrito-Beule! Ja. Genau, also es sind... Ich will Flaschen. Super simple Regeln. Hektisch. Und wir dürfen uns abwerfen. Ja. Ja. Ist schon strunzblöd, aber man hat Mordspaß. Ja. Also wir haben das, glaube ich, viermal Produkt geschult innerhalb von 3 Tagen. Und die Burritos fliegen seitdem ständig durch den Laden. Ja, das ist alles wahr. Nicht in der Küche spielen, wenn das Porzellan in offenen Regalen lagert. Vielleicht. Und nicht mit echten Burritos spielen. Und nicht mit echten Burritos spielen. Nicht, dass ich es probiert hätte. Also einfach wegen der Küche sehr aus, aber hinterher das Putzen, nee, das machen wir nicht. Ja, okay, das war schon ein Überraschungshit irgendwie auch. Ich hatte ja anfangs gedacht, ich bestell das gar nicht, das ist mir zu doof. Und dann waren wir aber alle irgendwie... schon begeistert. Auf jeden Fall eine Lebenserfahrung. Ja, genau. Auch eher Richtung Silvester halt, ne? Ja. Oder halt zwischendurch mal. Vielleicht auch Trinkspiel. Wobei die Getränke ja eigentlich nicht auf dem Tisch sein sollten. Das stimmt. Aber es sind da Trinkspielregeln drin, das machen die ja mittlerweile manchmal gerne bei den Partyspielen. Ja. Nicht, dass wir hier irgendwen zum Alkoholkonsum verleiten wollen. Das ist nicht unser Anspruch. Ja, wenn ich gesagt, was trinken. Jeder, das stimmt, man kann Trinkspiel natürlich auch mit Kräutertee. Jeder trinkt 10 Shots minus der Anzahl an Burrito-Rollen. Für so einen Ausgleich. Ja, das ist gut, ja. Ja, genau, ne? Wer die erste Runde gewinnt, bekommt den meiner Meinung nach wichtigsten Marker in der
Knie-Geschichte. Das genau gesehen. Der Knie-Geschichte. Ja, ja. Ich hab's sein gelassen. Ja. Toll, oder? Ja, tun wir das wieder rein in das Sichtfenster oder lassen wir die offen, weil wir die eh brauchen? Mach den rein, Lisa. Los, mach ihn rein. Ich möchte nicht. Den Burrito in die Schachtel. Ja, okay, danke Isa. Ist tatsächlich auch wirklich eine Empfehlung. Überraschenderweise, ja. Vielleicht nicht unbedingt für jedermann, aber für die richtige Gruppe ist es schon einfach der Hammer. Naja, wer wollte nicht schon immer mal irgendwie einen Burrito abwerfen? Ich glaube, das ist schon ein allumfassender Wunsch. Im Großen und Ganzen, ja. 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 Das wussten viele nicht, bis sie... Ja, bis es die waren total, ja genau. Ja. Nee, super, genau. Das sind... Da waren es gar nicht 10, das waren jetzt 11, ne? Da habe ich ja ein bisschen reingesneakt. Ja. 10 mal. Wir sind nicht ganz sicher im Zahlenraum von 1 bis 10. Deswegen spielen wir bis 20 so lange, weil wir üben. 9, 10. 10, ja. Immer doch. Also bis 10 haben wir geschafft. Bis 20 üben wir noch ein bisschen. Das kommt dann nächstes Mal. Und das kommt dann nächstes Mal, genau. Wir wollen noch irgendwie mehr so. Nicht ins Gesicht! Ach so. So, Hobby-Spielkram. Also, ich sag mal, diese schwereren Geschichten. Birmingham, so die Brass Birmingham fand ich dann besser, als ich es vorher gedacht hätte, sag ich mal so. Und Kinderspiele gucken wir uns auch noch an. Da haben wir, glaube ich, die 10 nicht beisammen, aber da waren ein paar schöne beisammen. Ja. Genau, wenn euch das gefallen hat, schreibt uns das ruhig hier unter den Tisch in die Kommentare rein. Wenn euch das nicht gefallen hat, auch, klar, lernen wir auch draus. Lasst uns ein Abo da, dann werdet ihr informiert, wenn wir wieder mit Burritos werfen. Bis dahin, viel Spaß mit Spielen. Tschüss. Ciao. Ciao. Thank you.